ich glaube, erste Halbzeit sind wir gut rausgekommen. Ja, Guti macht dann einen überragenden Freistoß. Hinten raus dann zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir ein bisschen gezittert, haben verpasst, das 2-0 zu machen. Aber am Ende ist es ein Arbeitssieg und die drei Punkte nehmen wir gern mit. Also ich muss sagen, wir haben richtig gut gespielt. Also das Tor vom Gute war richtig schön, also macht er richtig gut. Dann natürlich zweite Halbzeit haben wir noch ein bisschen leiden müssen. Das haben wir ein bisschen tiefer gestanden. Es war dann schon ein bisschen eklig zum Verteidigen, aber ich denke, wir haben trotzdem nur ganz gute Nadelstiche nach vorne gesetzt und haben wir dann am Schluss verdient gewonnen. Ja, ich glaube, wir wussten, dass es ein ekliges Spiel wird. Alles unten drin, das heißt, die wollten alles reinhauen, genau wie wir. Wollten genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird. Es war nicht ganz so einfach, weil Halle schon eklig auch in den Zweikämpfen war. Ich glaube, wir hatten dann Glück, dass uns da David einmal richtig gut im Spiel hält. Und dann brauchst du auch mal so einen Freischuss, den ich dann hatte, so ein bisschen als Knotenlöser. Und dann, wie wir es am Ende wegverteidigt haben, mit purer Leidenschaft, das freut mich extrem. Und das zollt der Mannschaft auch extrem Respekt. Ja, brutal. Gibt, glaube ich, auch jedem Spieler Selbstvertrauen, wenn wir hier ins Stadion kommen vor unseren eigenen Fans. Heute wieder eine überragende Stimmung, macht einfach Spaß. Und dann den Fans auch noch die drei Punkte zu schenken, ist umso schöner. Gut, also ich meine, dieses Jahr haben wir jetzt noch kein Spiel verloren. Da ist man schön im Flow drin und da geht es wieder hier und das ist schön. Auf der Welle kann man weiter surfen. Ja, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, einfach nur, welche Ecke ich eigentlich wähle. Ich hatte in der Saison gegen Bielefeld schon mal einen, den ich dann gegen Pfosten haue. Eigentlich wollte ich genau die gleiche Ecke wieder wählen, aber habe mich im letzten Moment umentschieden und war zum Glück dann die richtige Entscheidung. Ja, brutal. Also ich glaube, man merkt es auch auf dem Platz. Wir haben Selbstvertrauen. Jeder hat Bock zu kicken und wollen wir einfach die nächsten Wochen jetzt mitnehmen. Ja, wie gesagt, also gute Stimmung ist da in der Mannschaft. Und man surft auf so einer schönen Welle da hier und ich hoffe, das können wir weiter ausbauen nächste Woche in Verl. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil zu Hause, du kannst einfach ein Feuer entfachen mit den Fans im Rücken. Auch auswärts peitschen uns unsere Fans nach vorne, aber zu Hause ist es nochmal was ganz anderes. Einfach hier, jeder Zweikampf wird gefeiert und wenn wir Tore bejubeln können, das macht einfach was mit einem und ich hoffe, das können wir beibehalten. Wir fahren mit breiter Brust, wir sind seit 7 Spielen ungeschlagen, wir fahren da mit breiter Brust hin und wollen weiter punkten. Also ganz normal, wie jetzt auf jedes Spiel, haben wir lange Busfahrt vor uns, aber es gehört dazu und dann hoffe ich, dass wir Fährweg putzen. Ja, ich glaube, dass wir genauso arbeiten werden unter der Woche wie bei jedem anderen Spiel auch. Ich glaube, dass Fährweg wieder ein ganz anderes Spiel wird zu heute, da sind wieder andere Dinge gefragt, wird uns der Trainer schon gut darauf einstellen und dann bin ich da auch positiver Dinge, dass wir da auch wieder ein positives Ergebnis hinlegen.